السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك لمن الشاهدين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاللهم أجرنا من النار يا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Liebe Geschwister, Allah sagt am Ende von Surah Al-Hajj وجاهدوا في الله حق جهاده وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ Und eifert in Allahs Sache, wie dafür geeifert werden soll. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ Eifert für Allah. Strengt euch für Allah an. Investiert eure Energie mit keinem anderen Ziel für euch, außer Allah. Bis hierhin machen das eigentlich alle von uns. Es gibt keinen hier, der das nicht macht. Sich für Allah anstrengt. Das Gebet zu verrichten ist eine Form der Anstrengung. Nicht nur, dass man die Bewegungen macht, davon geht nicht. Dass man die Zeit dafür einkalkuliert, dass man seine Arbeit verlässt, seine Familie verlässt, dass man sich unterwegs Zeit dafür nimmt, wenn man mit dem Auto auf der Autobahn ist. Das ist eine Form der Anstrengung. Man tut etwas, was einem eigentlich so nicht gefällt. Es ist so gegen die Nafs. Du musst dir jetzt Zeit nehmen. Das ist eine Form davon. Oder wenn wir fasten. Ich meine, Ramadan, Deutschland im Sommer.
Ich brauche niemandem zu sagen, dass das eine Form von Jahidu Filah, von Dschihad auf dem Weg Allahs ist. 19 Stunden Fasten ist anstrengend. Es ist sehr anstrengend. Eigentlich möchtest du das nicht. Dein Körper schreit nach Wasser und du sagst, nein, ich mache das nicht. Und warum? Weil Allah dich sieht. Selbst Geld ausgeben ist eine Form der Anstrengung. Du musst dich anstrengen, um es zu verdienen. Und wenn du es ausgibst, musst du dich nochmal anstrengen, um es wieder zurückzubekommen. Und es ist etwas, was so gegen die Nafs ist, gegen das Leben. Das ist alles eine Form der Anstrengung. Die Güte gegenüber anderen Menschen. Wenn es jemand ist, mit dem wir kein Problem haben, dann ist es auch vielleicht nicht so anstrengend. Aber du musst ja gütig sein gegenüber den Eltern, auch wenn du gerade mit ihnen ein Problem hast. Das ist schwer. All das in Form der Anstrengung. All das gehört zu Wajahidu Fillah. Strengt euch an mit keinem anderen Ziel vor Augen, außer Allah. Das zählt dazu. Bis hierhin machen wir das alle. Aber die nächsten beiden Worte von Allah, die haben es in sich. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. Strengt euch an für Allah, mit keinem anderen Ziel vor Augen außer Allah, und zwar so, wie er es verdient hätte. Streng dich für Allah an, so wie er es verdient hat. حَقَّ جِهَادِ. Er sagt, ich verrichte das Gebet, ja, das ist anstrengend. Aber streng dich dabei so an, wie Allah es verdient hätte. Es geht nicht darum, dass du im Ramadan fastest. Wenn du fastest, dann faste so, wie es Allah verdient hätte. Deine Energie, deine Aufmerksamkeit, so wie Allah es verdient hätte. Wenn du ausgibst und spendest für Allah, dann mach das so, wie Allah es verdient hätte. Was ist das für ein Anspruch? Wenn Allah zu dir sagt, streng dich für ihn an. Du hast nur ihn dabei im Sinn. Und mach das so, wie Allah verdient hätte. Wer könnte das hier? Wer hat schon mal einen einzigen Augenblick in seinem Leben verbracht, wo er sagen würde, diesen Augenblick habe ich mich so angestrengt für Allah und zwar so, wie Allah es von mir verdient hätte. Wer? Jetzt kommen noch zwei Wörter. Und die bringen einen komplett durcheinander. Das sind nur einzelne Worte. Huwa jitabakum. Er hat euch auserwählt. Allah sagt, streng dich für ihn an, so wie er es verdient hätte. Und du hast nur ihn dabei im Sinn. Und er hat euch ausgewählt dafür. Das Wort für im Arabisch für auserwählen ist ein sehr schönes. Ijtiba. Es gibt viele Wörter im Arabisch für auswählen. Ijtiyar ist eine Form der Auswahl, wenn du zwei Dinge hast und du bevorzugst eine Sache. Ijtifa, wenn du eine Sache auswählst, einfach so. Du bist niemandem eine Erklärung schuldig. Aber Ijtiba, das Wort, was Allah hier benutzt, ist, wenn du jemanden oder etwas auswählst, weil du weißt, dieser jemand ist dafür qualifiziert. Es kommt von Jabr. Das war im Altarabisch, hat man damit Steuereintreiben genannt. Und ihr kennt das auch in Deutschland. Hier werden erst Steuern erhoben, wenn du einen gewissen Betrag verdienst im Jahr. Wenn du drunter bist, brauchst du keine Steuern zahlen. Das macht keinen Sinn. Aber wenn du da drüber bist, dann fängst du irgendwann an, Steuern zu zahlen. Und derjenige, der Steuern eintreibt, der muss genau gucken, wie viel verdienst du? Aha, das passt, jetzt kriegst du so und so viel Steuern. Er muss genau schauen, fällst du in die Kategorie, um Steuern zu zahlen oder nicht? Daher kommt dieses Wort. Was Allah hier sagt, er verlangt von dir eigentlich eine unmögliche Aufgabe. Streng dich für Allah an, so wie Allah es verdient hätte. Und wenn du jetzt denkst, das kann doch keiner von uns, sagt er dir direkt danach, er hat dich ausgewählt, weil er eine Sache in dir sieht, die dich dafür qualifiziert. Das, was er von dir verlangt. Wenn er euch das, nur diese paar Wörter, das ist der Anfang von einem Vers. Wenn ihr euch das bildlich vorstellen wollt, ihr bewerbt euch auf einen Job in einer Firma. Und ihr denkt, das ist harmlos. Ja, ihr seht so die Jobanzeige und ja, du musst ein bisschen was programmieren zum Beispiel. Jetzt kommst du zum Interview, zum Bewerbungsgespräch und da sitzt der Chef. Und dann sagt er dir, herzlich willkommen. Sie haben es vielleicht noch nicht gehört, aber das ist ein bisschen umfangreicher, der Job. Sie müssen dafür 17 verschiedene Programmiersprachen sprechen. Wir sind eine internationale Firma. Sie müssen drei Fremdsprachen fließend sprechen. 7 andere müssen Sie mindestens verstehen. Sie müssen Tag und Nacht einsatzbereit sein, flexibel. Wir müssen Sie durch die ganze Welt schicken können, etc., etc., etc. Und er hat lauter Anforderungen und du denkst, mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Das, was der Typ von dir verlangt, damit hast du doch überhaupt nichts zu tun. Nichts. Du denkst die ganze Zeit nur, okay, wann ist endlich Feierabend, dass ich nach Hause gehen kann, weil offensichtlich bin ich nicht der Typ, den er sucht. Und nachdem er dich kaputt gemacht hat mit all dem, was er von dir verlangt, sagt der Chef dir am Ende, er guckt dich einmal an, du bist der Mann dafür. Du bist unser Mann für den Job.
Das ist das, was Allah hier macht. Er verlangt von dir mit wenigen Worten eine Sache, die keiner von uns hier umsetzen könnte. Nur wenn er das so liest. Und direkt danach sagt er dir, du bist dafür geeignet. Mit anderen Worten, Allah sieht irgendeine Sache in dir, was weiß ich nicht. Aber er sieht irgendetwas in dir, weshalb er glaubt, du bist der Richtige für diesen Job. Er hat dich ausgewählt, weil du der Richtige für diesen Job bist, den er von dir verlangt. Huwa jatabakum. Und er sagt weiter, er hat euch ausgewählt, وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ. Und er hat für euch in der Religion keine Haraj gelegt. Haraj ist, was nennt man denn, auf Deutsch sagt man, wenn man bedrückt ist. Es ist dieses Gefühl, wenn die Brust eng wird. Du hast das Gefühl, du liegst irgendwo, es ist ein Riesenfels auf dir und er macht die Brust eng. Das ist Haraj im Arabischen. Auf Deutsch sagt man tatsächlich den Ausdruck bedrückt. Irgendetwas macht dir Sorgen, du kommst nicht mehr klar, du weißt nicht, wo es ein- oder ausgeht. Dieses bedrückende Gefühl, das ist Haraj. Und er sagt dir, er verlangt von dir eine Sache. Aber er sagt dir auf diesem Weg, ich habe nichts von Haraj daran gelegt, kein bisschen. Wenn du dich dafür entscheidest, diesen Weg zu gehen, es trifft dich kein Haraj. Kein beklommenes Gefühl. Normalerweise, wenn du dir das vorstellst, du sitzt in diesem Bewerbungsgespräch und der Chef hat dir all das erzählt und der sagt am Ende, du bist angenommen, du hast den Job und am nächsten Tag kommst du zur Arbeit. Wie würdest du zur Arbeit kommen? So, oder? Er hat lauter Sachen von dir verlangt, von denen du glaubst, dass du das niemals umsetzen kannst. Du würdest so hinkommen. Aber Allah sagt dir, brauchst du nicht. Du brauchst keine Angst haben. وَمَنَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ بِدِينِ مِنْ حَرَجٍ. Er hat für euch nichts in die Religion hineingelegt. Dien ist nicht nur Religion, in diesen Lebensweg. Diesen Weg, den er von euch erwartet. Nichts, was euch beklommen macht. Was euch ein bedrückendes Gefühl gibt. Subhanallah, ich kenne so viele Geschwister heute. Die wachsen hier auf und sie haben vielleicht lange Zeit ihres Lebens nichts mit der Religion zu tun. Und wisst ihr, was das schwer für sie macht, irgendwann zur Religion zurückzukehren? Sie glauben, dass sie unglaublich viel verpassen. Das Leben mit dieser Religion ist unglaublich hart und schwer und es hat keine Süße, keinen Geschmack. Wenn ich diesen Weg gehe, oh mein Gott, was würde ich alles in meinem Leben verpassen? Du würdest dich doch schlimm fühlen, oder nicht? Das würde man automatisch denken. Das ist das Image, was heutzutage Religion hat. Aber Allah sagt dir, nein, du brauchst dir keine Sorgen machen. Wenn du tatsächlich diesen Weg gehst, nichts von diesem bedrückenden Gefühl wird jemals deine Brust erreichen. وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, okay, Allah sagt das zu mir? Wer sind wir jetzt? Ist das irgendwie eine neue Idee? Warum müssen wir das plötzlich machen? Woher kommt diese Idee? Aber Allah sagt weiter, das ist keine neue Idee. مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمٍ. Ihr gehört zu der Gemeinschaft von eurem Vater, Ibrahim. Ibrahim ist der einzige Prophet im Koran, der als unser Vater bezeichnet wird. Wir respektieren und lieben und verehren alle Propheten. Und der beste von allen ist sowieso Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber Ibrahim ist der einzige, der wird als unser Vater bezeichnet. Mit anderen Worten, das ist wie wenn du eine Firma erbst. Dein Vater hat eine Firma aufgebaut und du trittst irgendwann in seine Fußstapfen. Du übernimmst sein Erbe, das ist keine neue Idee. Das hat schon jemand angefangen und du führst einfach nur sein Erbe weiter. Jetzt denkst du, Moment. Allah hat ja von mir verlangt, ich soll mich so für ihn anstrengen, wie er es verdient hat. Und jetzt soll ich dabei in die Fußstapfen von Ibrahim treten? Ibrahim? Es gibt kaum einen, und wenn ihr die Geschichte von Propheten im Koran liest, der so hart geprüft wurde wie Ibrahim. Allah sagt das über ihn in Surat al-Baqarah. Und als Ibrahim von seinem Herrn geprüft wurde, speziell Ibrahim wurde geprüft wie nur wenige. Er musste schon als Jugendlicher seinen Vater verlassen. Streit mit seinem Vater, adios, und das ist hart. Als Jugendlicher stellt er sich gegen die ganze Stadt. Er ist der Einzige auf einer Religion und auf der Religion Allahs und die ganze Stadt ist gegen ihn. Und als sie ihn schnappen, werfen sie ihn ins Feuer. Und irgendwann zieht er los und Allah verlangt von ihm später, dass er seine Familie in der Mitte der Wüste zurücklässt. Die Geschichte von Semsem. Ibrahim bringt seine Frau mit einem Säugling auf dem Arm an die Stelle, wo heute Makka ist. Und er sagt ihnen, lass die da. Umdrehen und wecken. Wow. Ich habe selber Kinder.
Wenn ich meine Frau mit einem Säugling auf dem Arm irgendwo in der Wüste zurücklasse? Niemals. Wenn die von einer Reise zurückkommen und die würden sich 3 Stunden verspäten, dann ruft man schon an und schreibt WhatsApp und ey, wo steckt ihr, was ist los und so weiter. Nee, nein, nein, du lässt sie. Und noch später verlangt Allah von ihm, hör mal zu, du hast den einzigen Sohn, den du hast, nimm ihn und opfer ihn. Nimm ein Messer, geh weg, opfer ihn. Das ist das Erbe, was du antrittst. Das Erbe von deinem Vater Ibrahim. Wenn du das hörst, wirst du die ganze Zeit nur denken, ich habe keine Lust darauf. Gib das jemandem anderen. Aber das ist nicht die Message hiervon. Die Message ist nicht, mach dir jetzt nicht die Sorgen, Ibrahim hatte so harte Prüfungen, ich muss das auch irgendwann über mich ergehen lassen. Wisst ihr, was die Message ist? Allah sagt, wer diesen Weg geht, in seiner Brust, in seinem Herzen wird kein Gefühl der Bedrückung kommen. Kein Hart. Es kommt nicht rein. Und seht ihr euren Vater Ibrahim, was er alles durchgemacht hat? Diese ganze Geschichte? Habt ihr das gelesen? Er ist auch diesen Weg gegangen und mit all dem, was er durchgemacht hat, auch er hatte nicht ein einziges Mal ein Gefühl von Hart, von Bedrückung in seiner Brust. Es sind alles schwere Sachen, was er gemacht hat. Das hat ihn traurig gemacht, das werden Dinge sein, die ihm das Herz gebrochen haben. Aber dieses tiefe innere Gefühl der Beklommenheit, der Bedrückung, nein. Ibrahim, euer Vater, der ist diesen Weg gegangen. Er hatte kein Hart. Gehst du diesen Weg, du bekommst kein Hart. Das bedeutet nicht, es wird alles leicht sein. Nein, Ibrahim hat das nicht leicht. Diese Dinge darf man nicht verwechseln. Das heißt nicht, dass du keine Probleme hast in deinem Leben. Das war ein Ding. Auch der Prophet Muhammad, es sind Dinge passiert, die ihn traurig gemacht haben. Als er seinen jüngsten Sohn verloren hat, er hat geweint. Und das war komisch für die Leute. Und die haben gefragt, du, Rasulallah? Ja, er war traurig. Wenn du ein 6 Monate altes Kind verlierst, dann macht dich das traurig. Und die Dinge, die Ibrahim, mit denen er geprüft wurde, man muss nicht denken, die haben ihn nicht traurig gemacht. Man muss nicht denken, er war Prophet, er lässt seine Frau mit einem Säugling in der Familie und es juckt ihn nicht. Nein, das ist nicht der Punkt. Aber er wusste die ganze Zeit, er geht einen Weg von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das hat ihm dieses Gefühl der Bedrückung aus seiner Brust genommen. Das ist der Weg, den man geht. Und wer sind jetzt diese Leute? Wer sind diese Leute, die diesen Weg von Ibrahim gehen? Allah verlangt ja hier von euch etwas. Er sagt so eine Sache. Strengt euch an, so wie Allah es verdient hätte. Ihr tretet in die Fußstapfen von eurem Vater Ibrahim. Man wird sich automatisch fragen, was sind das für Leute? Welche Leute sind das, die diesen Weg gehen? Und Allah beantwortet diese Frage. Es geht weiter, der Vers. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا. Er hat euch schon früher Muslime genannt. Und auch jetzt. Er hat euch schon früher Muslime genannt. Und auch jetzt. Mit anderen Worten, Allah verlangt von dir eine unmögliche Sache. Du strengst dich an, wie er es verdient hat. Und er hat dich für diesen Job ausgewählt, dass du in die Fußstapfen von Ibrahim trittst. Und er wusste, diese Gemeinschaft von Muslimen, du bist qualifiziert, um dazu zu gehören. Und es gibt viele andere draußen nicht. Die wären das nicht. Die hätten vielleicht diese Prüfungen gehabt und sie wären durchgefallen. Sie hätten diese Gemeinschaft verlassen. Aber irgendwas hat Allah bei dir gesehen, dass er gesagt hat, er gehört dazu. Er passt dazu, in diese Gemeinschaft, die diesen Weg geht. Irgendetwas hat er in dir gesehen, wo er gesagt hat, er ist qualifiziert, um dazu zu gehören. Er hat euch schon früher Muslime genannt und auch jetzt. Das ist die Gemeinschaft. Wofür das Ganze jetzt? Warum macht man das Ganze? Bisher war es einfach nur eine Erwartungshaltung von Allah. Und die ist hoch. Aber das ist nicht einfach so. Liyakuna Rasulu alaykum shahida. Damit der Prophet, der Gesandte, irgendwann Zeuge gegen euch ist. Damit der Gesandte irgendwann Zeuge gegen euch ist. Diese Information war schwer für den Propheten. Die Vorstellung, dass er einmal als Zeuge auftritt gegen die Leute. Gegen die Menschen. Einmal hat er einem Sahabi gegeben, dass er für den Koran liest. Und für den Sahabi war das komisch. Der Koran wird auf dich offenbart und ich lese ihn vor dir. Und der Prophet sagt ihm, liest einfach. Ich mag es, den Koran zu hören. Und der Sahabi fängt an zu lesen in Surat Nisa. Er liest Surat Nisa, bis er an Vers Nummer 41 kommt.
Und als er in Vers 41 ankommt, sagt der Prophet, oder ist es reicht. Und als er ihn anschaut, sieht er, dass der Prophet weint. Er tränen in den Augen. Den Vers, den er gelesen hat, verkäfe ida jinnan min kulli ummatin bishahid. Und wie wird das sein, wenn wir aus jeder Gemeinschaft einen Zeugen bringen? Wa jinna bika ala haula bishahida. Und dich bringen wir als Zeugen gegen diese Menschen. Und als der Prophet das hörte, hat er geweint. Die Vorstellung war hart. Aber was bedeutet das? Was heißt das? Der Prophet ist ein Zeuge gegen dich. Irgendwann einmal wird geschaut, ob das, was Allah von dir verlangt. Er hat dich ausgewählt für eine Arbeit, für einen Job, den du übernehmen sollst. Es wird geschaut, ob du das umgesetzt hast. Und der Maßstab ist was? Wer ist das? Der Prophet ist das. Wir können nicht sein wie er. Aber was ist das, was Allah von uns verlangt? Der Vers geht weiter. Damit ihr Zeuge gegen die Menschen seid. Der Prophet, das lebt heute nicht mehr. Aber die Botschafter von ihm leben. Die Botschafter des Propheten, das sind wir. Und diese Anstrengung, die Allah von uns verlangt, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. Streng dich für Allah an, so wie es ihr jetzt verdient hat. Das sollte in deinem Leben sichtbar sein. Und das wird das Zeugnis gegen die Menschen sein. Die Menschen, die euch sehen, das, was Allah hier von dir verlangt, sie sehen das an dir. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. Deine Anstrengung für Allah, so wie er es verdient hätte. Sie sehen das in deinem Alltag. Die Menschen, gegen die ihr Zeuge seid, sie sehen das, wenn sie mit euch zu tun haben. Im Job, in der Schule, im Elternhaus, eurer Elternfrau, Ehefrau, Ehemann, auf der Straße, im Geschäft, egal, wenn ihr mit Menschen zu tun habt. Die Menschen, wenn sie mit euch zu tun haben, sie sehen das, was Allah hier von euch als Job verlangt. Streng dich für Allah an, so wie er es verdient hätte. Und das ist das Zeugnis gegen die Menschen. Mit anderen Worten, ihr selber, ihr seid der lebendige Beweis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Das wird das Zeugnis sein gegen diese Menschen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Das alles ist bisher nur ein Vers, aber der Vers ist noch nicht zu Ende. Der Vers geht noch weiter. Die Frage ist doch jetzt, wie setze ich das? Bisher war nur eine Erwartungshaltung. Das, was Allah von dir erwartet. Sehr grob formuliert. Okay, jetzt bist du bereit für einen Job. Was heißt das Ganze jetzt konkret? Und bevor jemand jetzt denkt, wow, das ist doch ein übermenschlicher Job, was Allah verlangt, das sind nur drei Dinge, die er erwähnt. Das sind nur drei Sachen. Der Aqimus Salah. Deswegen richte das Gebet ein. Und gib die Zakat. Und halte fest an Allah. Er ist dein Verbündeter. Halte fest an Allah. Das arabische Wort für halte fest ist ein sehr schönes. Es gibt tatsächlich viele Wörter dafür. Aber das kommt von Usma. Das ist, wenn du an etwas festhältst, um dich selber zu schützen. Wahtasimu, halte fest an Allah. Das ist, dass du hältst an einer Sache fest, weil du weißt, wenn du sie loslassen würdest, dann würdest du dein Leben verlieren. Du schwimmst in einem Ozean und ein Schiff kommt vorbei, um dich zu retten und wirft dir ein Seil zu. Und du weißt, ich muss dieses Seil packen. Wenn du das nicht machst und das Schiff fährt weiter, dann ist die Chance vorbei. Das ist Wahtasimu Billah. Halte fest an Allah. Huwa Maulaikum, er ist auf deiner Seite. Dein loyaler Verbündeter, könntest du sagen. Maula ist noch mehr. Ist ein Herr, ein Verbündeter, jemand, der an deiner Seite steht und der dir hilft. Er steht bei dir, aber du musst an Allah festhalten. Du brauchst aber nicht zu Allah kommen, wenn die ersten beiden Punkte schon nicht stehen. Fa'aqimus Salah. Richte das Gebet ein und nimm die ganze Sache ernst. Mach das wirklich. Wa'atu Zakat. Das Gebet ist die erste Verpflichtung gegenüber Allah. Und das Wort Salah, Gebet, das kommt von Silla. Silla ist deine Verbindung mit jemandem. Deine Verbindung mit Allah. Heute diskutieren die Leute, wenn jemand das Gebet verlässt, ne? Was ist dann, ist das mit Takfir und Kufr und Blabla? Ehrlich gesagt, das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn du das Gebet verlässt, deine ganze Verbindung mit Allah ist weg. Ist vergangen. Das ist das Schlimme überhaupt.
وآت الزكاة. Und das, was Allah dir gegeben hat, die Menschen darauf haben ein Anrecht. Es sind die Rechte gegenüber den Menschen und die Rechte gegenüber Allah. Und jetzt hältst du an Allah fest. Alles steht und fällt eigentlich mit dieser einen Sache, ob du an Allah festhältst oder nicht. Huwa maulakum. Wenn du an ihm festhältst, er steht auf deiner Seite. Er ist dein loyaler Verbündeter. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Er ist der beste Herr und Verbündete und der beste Helfer in allen Angelegenheiten. Der letzte Punkt ist tatsächlich der eine, mit dem die Sache steht und fällt. وَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. Haltet an Allah fest. Das, was Allah hier verlangt, ehrlich gesagt, ist so gar nicht durchführbar. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. Ich streng dich für Allah an, wie er es verlangt. Was ist das für eine Erwartungshaltung gegenüber einem Menschen? Wenn du aber an Allah festhältst, es wären die absurdesten Dinge möglich. Ich kann mich erinnern, als ich noch kein Muslim war, gerade konvertiert. Und ich bin konvertiert kurz vor dem Ramadan. Kurz vor Ramadan war es. Und ich habe noch zu Hause gewohnt. Eigentlich wollte ich meinen Eltern nie sagen, dass ich konvertiert bin, weil ich Angst hatte vor den Leuten. So war ich. Aber als Ramadan kam, musste ich es ihnen sagen. Wie kann ich meiner Mutter erklären, dass sie den ganzen Tag nichts esse? Die wird nach 30 Tagen denken, ey, was stimmt mit dir nicht? Keine andere Wahl. Aber man ist so, oder? Aber es gibt gar keinen Grund, so zu sein. Wenn du an Allah festhältst, an dieser Sache, er macht diese Dinge leicht für dich, auf eine Art, wie du es vielleicht noch nie erwartet hättest. Der entscheidende Punkt ist deine Verbindung mit Allah, nicht was da draußen an Schwierigkeiten, Anstrengungen und Problemen eigentlich für dich wartet. Das ist der eine, einzige, entscheidende Punkt. Ich war vorher so, aber als ich mit ihnen geredet hatte, war die ganze Sache ganz leicht. Und ich sage immer den Leuten heute, manchmal haben Leute Angst zu konvertieren. Wenn ich den Islam annehme, dann wird das und das alles an Problemen auf mich zukommen. Ich kann nicht sagen, es kommen keine Probleme auf dich zu. Aber du bist jemand, der hat all das hier verlassen, um an Allah festzuhalten. Meinst du, er lässt dich? Meinst du, er lässt dich jetzt in dieser Situation? Was er für dich bereitet hat, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Schimmer. Allah hat alle Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Aber irgendetwas hat er für dich vorbereitet. Wenn ihr an Allah festhaltet, er lässt die Leute nicht. Er lässt die Menschen nicht los. Und das Unmöglichste, was Allah hier von den Menschen verlangt. Selbst das wird möglich, wenn man an Allah festhält. Möge Allah uns zu diesen Menschen machen, die an ihm festhalten und die sich anstrengen, so wie er es verdient hätte, so weit, wie wir es umsetzen können. Er werde Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقم الصلاة